Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin der Lutz, wir sind hier immer noch mit Lara Croft im Drachendreieck unterwegs. Im letzten Part hatte ich ja noch gesagt, ist das hier wie das Bermuda-Dreieck? Ja, fast. Ich war nicht so weit entfernt von der Wahrheit. Ja, Lara wollte jetzt was zu essen suchen, verständlich. Ich denke, was zu essen und ein Erste-Hilfe-Koffer sollten unsere Priorität sein. Aber gut, lass uns mal gucken. Passiert eigentlich, okay, mit der Maus kann ich nichts machen bisher, außer die Kamera zu drehen. Schöner Dschungel auf jeden Fall schon mal. Oh, ein Reh. Oder ein Hirsch, ein Hirsch. Den müssen wir jetzt bestimmt jagen. Im Bunker? Und schon wieder jemand, der da rumhängt. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen? Ah ja. Also, wir brauchen da schon mal den Bogen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Bunker? Drücken Sie E zum Aufheben. Also, wir suchen anscheinend irgendeine asiatische Stätte. Ich meine, wir sprachen hier eben gerade von einer Gottheit und... Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ja, an den will ich jetzt ja auch ran, mal ganz kurz gucken. Ich brauche eine Waffe. Ah, wenn wir laufen, fallen wir automatisch aus diesem Überlebensinstinkt raus. Ah, ich sehe schon, was wir machen müssen. Nein, aber ich würde jetzt mal schätzen, wir sind hier im asiatischen Raum unterwegs, weil das eine Mädchen sprach ja eben gerade davon, dass das ihre Vorfahren wäre, die sie hier suchen. Und das hier sieht aus wie ein Bunker. Weiß nicht, hier war eben ein amerikanisches Flugzeug, vielleicht waren hier die Amerikaner. Irgendeine Insel zwischen Amerika und Japan, also mal gucken. Ich kenne das Spiel nicht, also außer den Anfang habe ich nicht viel von dem Spiel gesehen. Ja, das müssen wir machen. Ah, Pfeiltasten. Lara, deine linke Seite ist schon kaputt. Willst du jetzt auch noch die rechte versauen? Jetzt haben wir auf jeden Fall schon einen Bogen. Ein Langbogen. Neue Ausrüstung erhalten. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Halten Sie... Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Okay, wir müssen jetzt also rechts gedrückt halten. Zum ich Zoom. Muss etwas zu essen finden. Ah, okay, cool. Ein Zoom haben wir auch noch. Gut, jetzt sind wir aber einmal hier. Lara, vielleicht liegt ja hier noch was in der Ecke. Sowas wie zusätzliche Pfeile oder so. Ich kenne mich doch in Shootern. Ich schieße doch immer daneben. Also, na, hier scheint nichts weiter mehr zu sein. Gut. Also ganz ehrlich, Leute, wenn dieses Drachendreieck nicht so stürmisch wäre und nicht so voller... komischer Leute, ich könnte mir ja echt vorstellen, mir was aufzubauen. Hier schön mit dem Wasserfall. Ist doch toll. Eigentlich mag ich die Gegend hier. So, Da. Jetzt haben wir 12 Pfeile. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich werde jetzt aber trotzdem erstmal gerne nach da drüben gucken. Ja, ich bin gerade etwas... ja, wie soll ich sagen? Unentschlossen, wo ich lang gehen soll. Ah, hier ist nichts weiter. Pff, da ist ein Baum. Okay. Ah ja, da kann man reingehen. Was liegt denn darum? Untersuchen. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Fassen wir zusammen. Ich hatte recht. Wir sind hier irgendwo in der Nähe von Japan. Das war wohl ein Eintrag eines japanischen Soldaten, der Schiss hat vor den Chinesen, den amerikanischen GIs, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, und den Oni.
Okay, die Oni scheinen wohl hier, naja, abspielen. Kann ich mir das nochmal anhören? Es ist erneut. Oh, Tatsache. Ja, diese Oni scheinen also hier sozusagen unser Hauptgegner zu sein, ha? Huh? Aus dem Tagebuch eines Soldaten. Er erwähnt Oni, Dämon der japanischen Flocklore. Flocklore, okay. Was könnte es wirklich gewesen sein? Ja. Anscheinend verrückte Leute, die gerne Leute aufhängen. Das wäre jetzt mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke wäre, hungrige GIs, die auf der Suche nach einem Cheeseburger sind. Das wäre mein zweiter Verdacht. Mein dritter Verdacht, den habe ich irgendwie nicht. Okay, also haben wir jetzt hier einen Tagebucheintrag gefunden. Sehr schön. Jetzt lasst uns mal hier lang gucken. Okay, da. Ah, nee, halt, von hier kommen wir. Ah, okay. Dann könnte man hier noch. Nee, von hier kommen wir. Ah, ich bin so verwirrt. So, nochmal. Aber diesmal ein Laufschritt. Können wir hier sprinten eigentlich? Ah ja. Ah, das sieht aus wie eine gute Jagdposition. Pfeiltaste, linke Maustaste gedrückt halten, aber schade, da ist mir der Hirsch jetzt entwischt. Ich hätte ihn jetzt bestimmt erledigen können. Na egal. Muss ich echt sagen, ist recht gut gemacht beim Spiel. Ich habe jetzt gezögert, so wie Lara wahrscheinlich auch zögern würde. Bevor sie den ersten Pfeil schießt. Interessant gemacht, muss ich echt sagen. Was hier? Ah, das ist, ah, da ist er. Das war scheiße, Lutz. Was haben wir hier? Kann man das benutzen? Nee. Einfach bloß ein Seil. Ah, da oben liegt noch mehr Muni. Ah, wartet mal, der Hirsch ist noch da. Jetzt will ich schon wieder sagen, das Reh. Okay. Ja, Baum, du störst. Okay. Anscheinend scheint das Reh der Hirsch. Oh! Ah, okay. Sie kann also nur begrenzt den Bogen gespannt halten. Herr Hirsch, würden Sie bitte nochmal zurückkommen? So, da bitte ich doch nicht. Du willst mich nur fressen. Da hast du auch wieder recht. Da ist er. Alter, das gibt's doch nicht. Wow. Bin ich der beste Schütze im ganzen Universum. Ahaha, haben wir ihn. Warum will ich da nicht sein? Liegt das vielleicht da oben an dem Totenkopf? Wahrscheinlich. Jetzt wird's eklig, wa, Lara? Entschuldige. Ein okay. Fähigkeitspunkt. Zurück finden Sie ein Lager. Ah, okay. Jetzt können wir hier also Überlegungsinstinkt wieder aktivieren. Lara, okay. Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück.
Habe ich bloß den einen noch schießen können. Sehr gut. Ich gehe jetzt direkt. Ja, Tatsache. Habe ich doch beide holen können. Das war jetzt bestimmt auch vom Spiel. Alter, noch einer. Alter, ich werde jetzt nicht nochmal. Ich will aus dem Überlebensinstinkt raus. Danke, Spiel. Hier geblieben, du Hirsch. Den Hass kann man auch nehmen. Ja, warum nicht? Soll das gerade. Haben wir den? Das da ist der, den wir schon hatten, ne? Ja. Okay, gut. Egal, jetzt lass uns erstmal hier weiter gucken. Da scheinen wir hochklettern zu können. Wie jetzt hier auf einmal überall Hasen rumlaufen. Vier weitere Pfeile. Sehr schön. Komm mal hier wieder. Oh! Entschuldige, Lara. Ah! Da haben wir noch ein paar Pfeile. Da oben wollte ich hin. Hüpf, hüpf, hüpf. Und wieder Bäume balancieren. Aber das machen wir diesmal recht flink. Fehlende Ausrüstung. Neues Equipment zum Öffnen erforderlich. Lara, ich schlage vor, du benutzt deinen Fuß. Und dann einfach mal, ne? Aber die hier nehmen wir mit. Ah, jetzt haben wir wieder 18 Pfeile. Das ist. Solange ich mehr als 10 habe, ist alles okay. Wenn ich 20 habe, geht's mir gut. Da habe ich gedacht, ich spreche ihr was. Oh, hallo, Herr Hirsch. Ja, gehen Sie lieber. Sie würden bei mir eh nur Gedeih und Verderb finden. So, jetzt habe ich meinen Willen. Jetzt habe ich die restlichen Pfeile alle. Jetzt lasst uns mal gucken. Da. Weil der Überlebensinstinkt hat mir das Ding hier gerade markiert. Die Frage ist bloß, warum? Um die Rede ihres Vaters da zu triggern? Ich werde jetzt mal schätzen, dass das ihr Vater war. Okay. Da ist das Missionsziel und da ist wieder Herr Hirsch. Ich wollte erst auf seinen Kopf ziehen und habe mich dann doch nicht getraut. Oh, nochmal ein Hase. Ja, ja, verschwinde lieber. Oh. Also hier gibt es jetzt jede Menge Sachen, die man jagen kann, ja? Oh. Da ist sie wohl mit dem Kopf aufgeknallt. Oh, wir sind schon voll. Ah, das ist gut zu wissen. Das hier kann man bestimmt sammeln. Stimmt, was war denn das? War irgendeine Frucht oder irgendein Kraut zum Heilen? Oder halt noch ein Obst zum Essen? Okay. Ich habe mich gerade. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich gerade, ob diese Hirsche auch aggressiv werden können. Frage ist damit beantwortet. Was macht sie denn mal hier? Tut mir leid. Aber dein Fleisch will ich auch noch mitnehmen. So. 18 Pfeile haben wir. Also 20 ist das Maximum, was wir mitnehmen können. Gut. Es macht mir Spaß, mich irgendwie so fortzubewegen. Gut. Jetzt haben wir hier alles. Dann lass uns mal wieder schnell zurücklaufen. Das ist hier der Truck von den Japanern, der umgestürzt ist. Ah, da sind nochmal Pfeile, aber die lassen wir jetzt mal liegen, weil ich bin ja eh voll. Interessant, wie viele Pfeile hier rumliegen. Also hätte ich ruhig öfters daneben schießen können. Naja, ah ja, lang.
Schöne Musik. Drücken Sie E, um den Lagerplatz zu benutzen. Okay. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitsmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay. Weiter. Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Oh. Ja, also heißt das auf gut Deutsch, wir müssen weiter jagen. Okay, interessant. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmittelruhen. Truhen, nicht Ruhen. Ruhen, genau. Das mein Leseskill könnte hier alles ruinieren. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Ah, das könnte man jetzt freischalten, dann könnte man da die Kiste aufmachen. Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Okay. Und Pfeile wiederfinden. Finden Sie Bogenschützen. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Okay, gut. Oh, dann haben wir hier... Das müssen wir erst noch freischalten. Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Okay. Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre Kletterausrüstung, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Orientierung. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Oh, sehr schön. Und Kartografie. Eieiei, alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf Ihrer Karte verzeichnet. Welche Karte? Hätte ich gerne. Okay. Also ich kann ja überlegen, was hätte ich denn jetzt gerne? Er stand ja eigentlich vorhin Ausrüstung, nicht Skill. Also das fällt schon mal raus. Mehr aus Tierkadavern zu finden, wäre jetzt nicht schlecht. Oder meine Pfeile wiederfinden. Ah, also ich würde mal sagen... Das klingt jetzt aber auch nicht. Na, wir nehmen das hier. Sammeln Sie Bergungsgut beim Plündern von Tierkadavern. Okay. Ja, nehmen wir. Kann ja nie wissen. Neue Fähigkeit gemeistert. Ich denke mal, am Anfang wird es doch noch relativ leicht sein, ja, ihr wisst schon, zu finden, ne? Tiere. Okay. Können wir jetzt hier irgendwie wieder raus? Jäger. Ah ja. Oh, okay. Die hätte ich noch mehr skillen können? Okay. Sie sind konzentriert, haben sie mehr Zeit, um ihren Bogen zu ziehen. Oh, okay, das wäre auch nicht schlecht. Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Oh, also gut. Lara scheint zu blöd zu sein, ihre Taschen zu packen. Ja. Überleben. Ich gucke jetzt bloß, was wir noch für theoretisch freischalten können. Achso. Jäger wäre das nächste Ah ne, es gibt nur Jäger und Überleben. Alles klar, gut. Meistern Sie 6 weitere Fähigkeiten, Umgang 2 freizuschalten. Boah, Lutz, um Umgang. Echt jetzt? Alter, dass ich manchmal aus so ein paar Worten mixe, das ist echt genial. Gut. Kann ich jetzt hier raus? Ah, mit Escape. Okay. Tierische Instinkte, Überlebenskunst. Ah ja, jetzt steht nochmal, was ich geskillt habe. Huh? Okay, gut. Das war jetzt also unsere Fähigkeiten. Das ist noch nicht verfügbar und das andere ist auch noch nicht verfügbar. Okay. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen.
Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Okay. Drücken Sie E, um den Lagerplatz zu benutzen. Das hatten wir ja. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Okay. Aber ich frage mich jetzt gerade eine Sache. Wo fange ich an? Okay. Huch. Ah, das war Ihr Tagebuch. Scheiße, jetzt habe ich den ersten Eintrag weggeklickt. Kann man das irgendwo nochmal einsehen? Ah. Okay. Zentrieren. Ah, hier ist unsere Karte. Ah, auf Tab ist das also. Okay, finden Sie einen Weg aus dem Wald. Ja, nicht stehen bleiben. Verlassen Sie den Wald und stoßen Sie wieder zu den anderen. Ne? Zu Ruff oder zu den anderen, was auch immer. Insgesamt abgeschlossen 4%. Was haben wir denn hier so? Fähigkeiten, das haben wir eben schon gemacht. Ausrüstung. Und jetzt haben wir hier noch Dokumente. Aber irgendwo muss doch hier Reliquien. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, nee, halt, falsches Spiel. Ich suche gerade Tagebucheinträge. Das gibt's doch jetzt nicht. Dokumente. Alte Schriftrollen. Also wenn ihr wisst, wie ich hier die Tagebücher... Tagebücher eines Wahnsinnigen, ja nett. Lara's Tagebücher, da. Wo fange ich an? Achso. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Okay. 10 weitere Einträge werden wir von hier also noch bekommen. Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen. Alles klar. Gut. Ich hoffe jetzt bloß... Das ist noch eine Sache, die mich ganz kurz interessiert. Ja, zu essen scheint sie jetzt selber zu viel. Also scheint sie sich schon was im Nagen gehauen zu haben oder so. Ja, genau. Alles gut. Dann mal los. Über Überlebensinstinkt, da seht ihr ja da diese Kompassnadel. Da ist wohl unser Missionsziel. Lass uns mal gucken. Da ist die Tür offen. Wieso ist da die Tür offen? Hallo? Ist jemand hier? Ah, das ist gerade nicht gut, wenn du das jetzt sagst. Kann man die Tür zumachen? Die nervt gerade ein klein wenig. Okay, Katzin. Oh, die Fackel. Hey, Tachchen. Vielleicht der hier lang. Drücken Sie Umschalt, um runterzuklettern. Okay. Hinuntersteigen, um auf einen Leiter zu steigen. Okay. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschaußen. Ja, ich weiß, richtig fies jetzt hier Schluss zu machen, ne?